Recht herzlich willkommen zur 32. Folge von Grand Age Medieval. So, die Truppen sind jetzt hierher gelaufen. Jawoll! Dann wollen wir mal gucken, was wir da so jetzt erreichen können. So. Wir brauchen Handelsbündnis mit Konstantinopel. Schönen guten Tag. Was gibt es denn sonst noch zu bereden? Ein Angebot. Was anzubieten? Ja, immer haben wir. Gerne. So, das passt. Gleich reißt mir aber der Geduldsfaden. Na super. Die Dame braucht mehr Geld. Ihr habt was anzubieten? Immer gerne. Da mache ich aber nicht mit. Na super. So brauche ich richtig viel Kohle. Immer gerne. Naja, Geld spielt ja keine Rolle, ne? Dann kommen wir mal 60.000. Und gut, einverstanden. Das machen wir so. Endlich hebt der Senat das Todesurteil gegen Leon auf. Entgegen Barnas Anschuldigungen ist die Familie Vasselios rehabilitiert. Der Patriarch von Konstantinopel verkündet außerdem, dass er fortan das Umfeld der Kaiserin genauer beobachten wird. Alle Intrigen gegen die Kaiserin will er unerbittlich öffentlich machen. Auch ohne Rücksicht auf seinen Bruder Barnas. Tja. Mein Geliebter, wir hätten uns keinen besseren Urteilsspruch wünschen können. Der Patriarch hat sich gegen seinen eigenen Bruder gestellt, um dir zu helfen. Ich kenne seine Gründe nicht, aber er ist der Einzige, der meinen Schwur aufheben könnte. Weißt du, was das bedeuten würde, Leon? Wenn wir heiraten dürften? Ich verschaffe dir eine Audienz bei ihm. Überzeuge ihn, dass dir seine Stadt und seine Kirche am Herzen liegen. Vielleicht kann unser Traum wirklich wahr werden. So, wir müssen da Klamotten verkaufen, um die Beliebtheit zu steigern. Ja, das bedeutet, wir müssen Handelsrouten dahin machen oder sowas, ne? Ja, es ist nur die Frage, warte mal, das zu, da rein. Wir müssen gucken, was die haben wollen, was denen fehlt. Ja, also, Metalle haben sie nicht. Holz bieten sie an. Oder Metalle haben sie nicht, ist nicht richtig, ne? Durchschnittspreis. Bestand in der Stadt. Doch, Bestand in der Stadt. Das heißt, sie haben keine Metalle, sie haben auch keine Hemden, sie haben auch keine Metallwaren. Fisch ist auch nicht da, genauso wie Salz, Brot, Fleisch und Prunk. So, das bedeutet... Ja, was bedeutet das? Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte die Truppen da wegziehen, ich wollte die wieder hierher bringen. In diese Heimatrichtung. Ja, Händler müssten dahin, ne? Aber wir haben gar keinen automatischen Händler, oder? Der da vorbeischaut. Konstantinopel wird nicht angeliefert. So. Der Händler wird derzeit manuell gesteuert. So, da können wir was reinpacken dann. Das war's. Ja, guck, da haben wir doch schon mal was. Das Salz können wir auch mitnehmen. Fisch auf jeden Fall. Hier unten war noch, da haben wir aber selber hier nichts drin. Gut. Das bedeutet, wir schicken den nach hier. Gucken, was das bringt. 0% derzeit. Ah, ne, da muss ich, glaube hier den Weg gehen. Ne, das war auch wieder falsch. Also, da drauf.
Ne, das ist Konstantinopel. Ich brauche den Händler. Der ist hier. Einheit auflösen. Route planen. Nein. Route aktivieren. Ist das denn der richtige? Nein, das ist gar nicht der richtige. Oder? Doch, das war der. Routeneinstellungen. Die will ich aber gar nicht haben. Unmöglich mit Routen. Nicht genügend Daten. Einheit auflösen ist auch nicht richtig. Handel. So. Ach so, okay, wir haben immer diese falschen Sachen gerade genommen, ne? Was hatten wir denn noch mitgenommen? Das. Gut. 20% haben wir. Jetzt nehmen wir mal so. Dann wieder zurück. Die paar Sachen kriegen wir so. Derzeit 20%, 60 brauchen wir. Handel, Händler, Eisenwaren, das würden wir auch gerne nehmen, aber warum geht das nicht? Das ist der falsche Händler hier, oder? Wie kommt der da jetzt hin? Wo ist denn jetzt mein Händler? Wo ist mein Händler? Odessa. So, der ist es. Dahin. So, den richtigen Händler haben wir ausgewählt. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Der Rest ist doch, das ist auch noch. Runter. Schon unterwegs. Ja, fällt auch langsam, wie man sieht. Achtundzwanzig, 32. Hemden und Brot brauchen sie jetzt. Und Fleisch und den, sag schon. Irgendwo wird angegriffen. Ich glaube, das kriegen wir hier oben, ne? Mal gucken, dass es nicht zu lange dauert. Dass wir das alles kriegen, was wir brauchen, ne? Da kriegen wir auf jeden Fall neuen Brot bei weg. Jetzt aber keine Hemden. Das soll's. Ist noch da. Aber das braucht man nicht. Aber vielleicht ist das andere schon aufgebraucht in der Zeit. Da müssen wir aufachten. Ach so, wie. Wenn das an ist, gibt es keine Reise, ne? So, jetzt ist er da. Ich nehme auf jeden Fall das Brot mit. Das Salz nehmen wir mit. Nehmen das alles mit. Obwohl, wahrscheinlich nehmen wir jetzt was mit, was wir gar nicht brauchen, ne? Und sind dann voll. Das ist nur das Schlimmste daran. 300 von 300 Waren haben wir nämlich jetzt. Handel. Ja, das bringen wir hier hin. Die zwei Hemden nehmen wir mit. Das bringen denen mal hier hin. Brot haben sie nicht.
Ja. Dann fahren wir dahin. Gucken, dass wir was in Krakau kriegen. Ich glaube, da gab es doch Hemden, ne? Oder war das da oben? Hier gibt's nix. Ne, da ist irgendwas falsch. So. Na. Ne, das ist jetzt verkehrt. Da sind wir nicht richtig, hier sind wir richtig. So, jetzt passt's. Ne, das ist alles nicht da. Und das, was da ist, das brauchen die da unten auch nicht. Warte mal, nochmal gerade gucken. Das Tuch ist nicht da, dann können die auch das nicht herstellen. Nimm das mal mit. Mit Vergnügen. Ich weiß gar nicht, ob die das brauchten oder nicht, die Wolle. Irgendwie war da aber was, ne? Aber die haben genug Wolle. Kriegen wir nicht. Kriegen wir nicht. Weiter runter. Schon unterwegs. Ja, Beliebtheit fällt schon wieder, derzeit 29. Ist ein bisschen was, ne? Geht nicht. Geht nicht. Ziehen wir weiter. Schon unterwegs. 28%. Mal gucken, dass wir das passende kriegen, was wir brauchen, ne? Jetzt wird's Winter. Brauchen wir mehr Felle eigentlich, ne? Ist nicht. Tja. Fisch, ich weiß nicht, ob wir noch Fischbräune nehmen, aber mit. Schon unterwegs. Ja, das Brot ist bestimmt wohl schon schlecht auf dem Wagen. Okay, die Hemden nehmen wir mit. Brot ist auch nicht. Den Fisch lassen wir hier, wir haben noch Fisch dabei. Exquisit. Sophia ist ganz schön groß geworden, ne? So. Und das, was wir brauchen, gibt es ja auch nicht. Ausgeschlossen. Dahin. Nach Ala. Und in Ala gucken wir dann, ob es da was gibt, was wir gebrauchen können. Aber ich glaube, da ist das wenigste auch nicht da. Nö. Ja. Dann mach Konstantinopel rüber und gucken, ob wir die 26% nicht steigern können. Ja. Da kommen wir schon. Handel. Brote 28, die Hemden 32, der Fisch 34 und das war's. Aber die brauchen wieder Salz, kriegen wir das hier, glaube ich, ne? Hier gibt's aber kein Salz. So, das handeln wir einfach alles gerade, was wir da haben. 25 Sachen hätten wir noch mehr mitnehmen können, ist jetzt aber auch egal.
Haben wir alles schön gehandelt, aber 35 bleibt, ne? Ist nur Geld gewesen, mehr war das nicht. Okay. Lass nochmal gerade gucken, was die brauchen. Salz, Fleisch und Prunk. Salz, Fleisch, Prunk, die Hemden werden wiederkommen und Metallwaren vielleicht auch. Sehr wohl. Ja, müssen wir gucken, ne? Ja. Das ist eigentlich nix, ne? Mit Vergnügen. Fahren wir nach Sofia rüber. Kommt der Händler, glaube ich. So, Salz gibt's ja auch nicht. Metalle ohne Ende. Aber das bringt uns nicht viel. Mit Freude. Mit Freude, genau. Wir hier unten noch eine, ja. Mystras. Vielleicht gehen wir da gleich auch noch hin. Das ist alles nichts. Dann lass uns da runter noch. Hier gibt's ein bisschen Salz. Aber sonst auch nix. Tja. Ich glaube, das war's. Mal einmal nach Konstantinopel. Tja, und dann müssen wir dann die Klamotten abliefern. Aber die hätten gerne Prunk und Fleisch. Nur den haben wir nirgendwo. Tja, müssen wir gleich mal gucken. Das war nicht viel, ne? 1%. Müssen mal gucken, dass wir den Prunk kriegen, aber ich weiß nicht mehr, der war da oben irgendwo, meine ich. Hier unten gab's den nicht. Ja, jetzt haben wir den Händler ausgemacht gerade. Und das, was wir brauchen, ist ja jetzt auch nicht da. Brot. Mit Freude. Kriegen wir es in Konstantinopel eingekauft? Gute Frage, ne? Vielleicht geht das auch. Wir haben noch Hungersnot da. Ne, da kriegen wir nichts zu kaufen. Schon unterwegs. Ja, gut, okay. Da würde ich aber sagen, dann machen wir bei der nächsten Folge weiter, gucken, dass wir den Prunk wieder kriegen. Die müssen wir irgendwie Metallwaren und so weiter liefern, damit das gemacht werden kann. Ich meine, es wäre sogar hier, dass wir den machen. Und ja, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.